Ah, ich wusste es doch. Du elender Penner. Ich wäre euch wirklich verbunden, wenn er einfach mal mir auch mal ein bisschen Muni geben würde. Wie wäre es denn damit? Es ist ja schön, dass ich das hier alles sehe. Aber geben tut ihr mir nichts. Da ist ein Schlüssel. Son of a bitch. Ich finde es schön, wenn man drauf treten könnte, so wie man das bei Dings machen kann. Bei, wartet mal, bei Silent Hill. 203. Kann ich tippen? Nein. Wie mache ich das denn so? 203. Ah ne, 101 ist auf der anderen Seite, ne? Ich probiere trotzdem mal was. Ach, die kann ich gar nicht drücken. Ah ja, okay. Okay. Schließfach Terminal-Notiz. Auf der Tastatur des Schließfach-Terminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Ich weiß, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde solch einen Mist bauen? Wer denn? Und wo kriege ich die Tasten denn her? Hallo? Vor allem, woher kriege ich noch mehr Muni? Ich habe nur noch 5 Schuss. Oh, super. Was ist das? Schießpulver. Schießpulvernutzung. Pistolenmunition, 2x Schießpulver, Flintenmunition, Schießpulver plus hochwertiges Schießpulver. Gelb. Mac-Munition. 2x hochwertiges Schießpulver gelb. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Der steht doch gleich wieder auf. Sehe ich doch. Im Moment möchte ich einfach nur Munition haben. Einsatzbericht. 28. September, 2.30 Uhr. Außer mir sind nur noch 3 andere übrig. Keine Waffen, keine Munition und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt. Aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über den Tunnel herauszufinden. Okay. Ich bräuchte Muni. Muni. Denn das Messer ist ja nur so ein Einmal-Ding. Was ich echt kacke finde. Einsatz des Anfängers. Leon S. Kennedy. Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Sie meine Zombie-Kalypse? Ihr Auftrag, öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen.
Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser, einen pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Scott eine direkte Antwort herauszuholen. Wer ist Scott? Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Das bedeutet, ich bräuchte jetzt was zum Schreiben, ne? Was habe ich denn hier so an Papier rumliegen? Was haben wir denn hier? Einen Lieferschein, den können wir doch benutzen. Wo habe ich denn meinen Stift? Also ich weiß, einige werden mich jetzt für diesen Kommentar hassen, aber ich weiß, warum ich bisher noch kein Resident Evil gespielt habe. Weil ich jetzt schon so ein bisschen frustriert bin wegen Munimangel und wie viel Muni so ein Zombie frisst. Weil ich habe auch den Eindruck, selbst mit Headshots ist das echt unmöglich. Ich meine, ich habe jetzt hier 6 Schreibtische gesehen. Glaube ich. Ich meine, es waren 6 Schreibtische, also auf jeder Seite 3. Würde Sinn machen, weil bisher alle Kombinationen, die ich gebraucht habe, immer dreistellig gewesen sind. Aber ich möchte nicht zu dem Zombie, der da an seinem Schreibtisch sitzt. Weil ich nämlich genau weiß. Moment, wer hat das geschrieben? Leutnant. Ah, das ist der Herr, der sterbend in der Eingangshalle ist. Und vermutlich haben wir den dann auch noch als Zombie. Und das wird echt super. In einer Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Tja. Ich wäre super froh, wäre ich nicht hier. Ja, 3 Schreibtische. Die Frage ist, da oben. Ich wollte schon sagen, wo sind denn die Namensschilder? David Ford. Ich schreibe mir trotzdem mal die ganzen Namen auf. David Ford. Dann haben wir... Natürlich steht das Namensschild anders. Elliot, oh, das war, glaube ich, der Herr, der sein Gewicht halbiert hat. Elliot ist sein Vorname. Es ist egal, es fängt beides mit E an. Elliot. Ich mache mal trotzdem Ding hin, dass ich das vertauscht habe. So, und wo ist hier Namensschild? Da. Neil Carlson. Ist es... Also Nell oder Nell? Neil. Okay. Neil Carlson. Und weil ich Angst habe, dass der aufspringt, gehe ich von der anderen Seite ran. Ah, könnte ich... Ah ja, das ist mein Schreibtisch. Ach, die haben alle so Sekretäre. Das ist ja interessant. Das ist von Marvin. Ich muss mein Ding umdrehen. Moment, ich muss mir aufmalen, wo mein Schreibtisch ist. Meins. Meins. Schreibe ich mir tatsächlich auch auf meine Zeichnung. Das ist der Marvin, der uns diese Schlamassel hier eingebrockt hat, indem wir jetzt hier die Schreibtische abgehen müssen. Nicht die Zombie-Kalypse, aber das Rätsel. So. Wir haben Rita Phillips. Oh, weil ich dem sein Namensschild nicht sehe. Ich weiß doch, dass der aufspringt. Rita, ich würde sagen Phillips, das macht am meisten Sinn.
versuch mal was. Erstmal gehen die auf. Ich habe schon wieder den Controller in der Hand, Entschuldigung. Wenigstens habe ich wieder ein bisschen Muni. Huch. Oh wow, ich habe 3 ganze Kugeln gefunden. Jojo. Gut, ich versuch mal was. Da hat eben was geknurrt. Nein. Ich sehe von hier aus nichts. Ich wusste es doch. Gut, ich denke, das war's, aber... Hätte ich mir sparen können, er hat kein Namensschild. Und hat nicht mal Muni fallen gelassen. Naja, gut. Ich hoffe, der andere steht jetzt nicht... Oh, guck mal. Richtig hier Party vorbereitet. Ich hoffe, da ist Muni drin. So, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das linke Ding für die linken Leute ist. Und dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, wir haben hier N, E und D. Ha! So, also ist das dann hier ein Ratespiel. Es ist die Frage, von wo das jetzt anfängt. Fängt das jetzt bei Marvin an oder bei dem Namenlosen? Bei dem anderen hat es ja vorne angefangen. Also hier ist auf jeden Fall ein R. Okay, gehen wir jetzt mal davon aus, es ist dieselbe Reihenfolge wie vorhin. Was es nicht sein kann, weil hier kein M ist. Also hier MR, also geht das jetzt andersrum. So. Ein erweitertes Magazin. Okay. Oh, ich habe jetzt 14 Schuss. Sehr schön. Und das Ding ist damit noch nicht mal voll. Leon S. Kennedy. Hat er sich nicht in Resident Evil 4 immer mit Leon S. Kennedy vorgestellt? Weil er hier immer nur Leon Kennedy sagt? Das klingt so merkwürdig, weil ich ihn ja auch nur als Leon S. Kennedy... Ha! Ich möchte gerne speichern. Ach, wusste es doch. Das ist falsch. Bleib doch bitte liegen, ich hab nur noch eine Ding. Oh. Toll, für einen Safe, an den ich nicht rankomme. Super. Hat's ja voll gelohnt.
Wie ist das denn? Huch! Da muss ich tatsächlich die Kombi haben. Ich meine, sie ist natürlich unglaublich dämlich. Und zeitintensiv. Ich glaube, da steht gerade wieder auf. Raus. Ich komme nicht wieder zurück, ne? Das ist gerade mein Problem. Ich wollte zurück und speichern. Ich habe gerade ein Problem. Komme ich vielleicht wenigstens an die... Aber ich weiß ja nicht mal, was ich eingeben muss. Oder muss ich einfach nur die Zahl von der Tür eingeben? Der liegt da noch. Okay, also zumindest mal für die Türen, für die ich keine 2 oder eine 3 brauche, die kriege ich auf. Nein, ich wollte da. So, die 106 kriege ich auch noch auf. Die beiden. Denn nicht. Da ist nochmal ein neues Messer drin. Brauche ich gerade auch nicht. Ich nehme an, das erweitert unser Inventar. Mit denen kann ich noch nichts anfangen, weil ich das da noch nicht habe. Wofür ich eine Dings brauche. Ja, Leon, ich weiß. Halt noch ein bisschen durch. Also die 106 geht noch. Auch wenn ich nicht ganz genau weiß, was das ist. Aber ich glaube, ich kann mich ja noch entscheiden, es nicht aufzuheben, wenn ich der Meinung bin, ich brauche es nicht. Ein Film. Das Problem ist, ich habe jetzt da vorne den am Fenster. Und der kommt doch bestimmt durch. Ah nein, da ist ein Gitter. Habe ich hier vielleicht einen Safe Room? Haha. Muni. Was ist das denn? Ich hätte trotzdem gerne einen Safe Room. Ah, das ist ein Safe Room. Ah, wunderbar. Huch, das ist jetzt Heilwirkung von Kräutern. Ah, da kriege ich jetzt gesagt, was Gutes zum Kombinieren. Stimmt, blaue gab es auch noch. Seit Anbeginn der Zeit behandelt die Menschheit Krankheiten mit Heilkräutern. In diesem Buch stellen wir 3 dieser in den Arklay-Bergen heimischen Kräutern vor. Grüne Kräuter heilen einfache Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man, das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutermix
Kulturen erhält, die deren Wirkung steigern. Und wie wir herausfanden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Ja, ich meine auch, dass Grün und Rot wohl ein stärkeres Heilmittel war, aber ich weiß jetzt nicht, man konnte, glaube ich, 3 Stück kombinieren in den alten. Da konnte man, glaube ich, zum Beispiel Grün, Rot und Blau und dann hatte man ein Gegengift, was gleichzeitig heilt. Einem Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die die Konstitution stärkt. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Erforschung wahren Potenzials dieser Kräuter und ihrer Heilwirkung. Weitere Forschungen dürften noch faszinierende Ergebnisse bringen. Konstitution, was genau kann ich mir denn darunter vorstellen? Speichern wir wieder hier, weil es ja sein kann, dass ich mich jetzt total hier... Das sind die roten, ne? Ah ja! Die sehen interessant aus. Bevor ich jetzt hier allerdings irgendwas mache, müsste ich mal dringend auf die Toilette. Es tut mir leid, Leon, dass ich dich jetzt ein bisschen länger leiden lasse. Aber ich muss wirklich ganz dringend. Moment, bitte.